Circus, Circus. Das Hörbuch heißt Northline. Das ist ein Roman von Willy Vlorten. Und ich spreche die Hauptfigur, die Allison. Das ist eine weiße Amerikanerin. Ein Mädchen, die eine ziemlich harte Kindheit hatte und die wir dabei begleiten, wie sie sich daraus arbeitet, ihre Familie verlässt, ihre Umgebung verlässt, um endlich ein freier Mensch zu werden. Arbeitszeiten 17 bis 21 Uhr. Bezahlung 6 bis 8 Dollar pro Stunde. Melden Sie sich zwischen 17 und 21 Uhr unter 784 0345 bei Penny Pearson. Am Abend rief sie wegen der Stelle an. Hallo? Ich möchte Penny Pearson sprechen. Am Apparat! Alle Rollen in dem Buch spreche ich selber, also auch Männer oder alte Trucker, Mütter und alles und Allison natürlich. Und die einzige Rolle, die von einem anderen Sprecher gesprochen wird, ist die Paul Newman-Rolle. Allison ist in erster Linie Fan von Paul Newman. Da sie keinen Vater hat und auch sonst wenig Verbündete in ihrem Leben, hat sie den zu so einer Art Gott stilisiert, den sie wie in einem Gebet irgendwie erreichen kann und der ihr auch tatsächlich Antworten gibt. Weißt du noch, als ich in Der Unbeugsame gespielt habe? Natürlich weiß ich das noch. In dem Film warst du allerdings nicht sehr schlau. Wenn ich dich da schon gekannt hätte, dann hätte ich die ganzen Parkuhren gar nicht erst abgebrochen. Hast du diese 50 Eier wirklich gegessen? Natürlich. Du hältst mich doch nicht etwa für einen Hochstapler, oder? Nein, der Clou warst du auf jeden Fall einer. Bingo. Ganz herzlich. Ich habe einen tollen Regisseur hier, der mir dabei hilft und mich auch auf Sachen aufmerksam macht, von denen ich noch nichts weiß. Es gibt da so verschiedene Möglichkeiten, abgesehen von dem, dass man auch beim Sprechen, genau wie beim Spielen, denken muss, was man sagt, damit das irgendwie stimmt. Gibt es dann noch so ein paar Tricks, wie sich auf ein Mikrofon zu bewegen oder weg? Also wie Kamerafahrten, hat er mir das vorhin erklärt. Und es macht auch Sinn, dass man mit dem Mikrofon so spielt, als wäre es das Gegenüber. Stören Sie 43-jährige Frauen mit Übergewicht, die rauchen? Sie ist schon so ein bisschen, sie sammelt sich schon da so ein bisschen ein. Sie kommt jetzt noch ein bisschen unfreundlich rüber. Und das würde ich gerne komplett vermeiden. Brauchen Sie den Job? Mhm. Ist ein Zweitjob. Ich muss in Bewegung bleiben. Natürlich habe ich auch einen Trucker in mir. Also ich meine, so auch überhaupt geschlechterübergreifend zu sprechen und zu spielen, dazu kriegt man, wenn überhaupt, am Theater mal die Möglichkeit. Und das macht natürlich großen Spaß, weil es auch nicht so ist wie beim Synchronsprechen, also wo man andere Rollen synchronisieren muss, wo immer wahnsinnig übertrieben wird, finde ich, in der deutschen Synchronlandschaft. Alle müssen so wahnsinnig ranschaffen und übertrieben sprechen und so. Und hier, das ist echt eine ganz stille, feine, schöne Arbeit.